Eine einfache Aufgabe zur Mischphasenthermodynamik. Wir haben zwei Komponenten, Benzol und Toluol. Das sind zwei Komponenten, die sich ideal verhalten in der Mischung. Das heißt, der Flori-Hagens-Parameter ist 0. Die Aufgabe lautet, wir mischen 1 Liter Benzol, 1 Liter Toluol bei 25 Grad. Wir sollen folgende Aussagen als richtig oder falsch kennzeichnen. Diese Aussagen beziehen sich auf die Enthalpie, die Entropie und die freie Enthalpie der Mischung. Betrachten wir die Enthalpie, ein Maß für die Energie. Wir haben auf der einen Seite die reinen Komponenten, Toluol, Benzol, auf der anderen Seite die Mischung. Energetisch tut sich bei dem Prozess des Mischens gar nichts. Wir haben den Flori-Hagens-Parameter 0 und das bedeutet, die Enthalpie der Mischung ist genauso groß wie die Summe der Enthalpie der reinen Komponenten. Die Mischungsenthalpie ist 0, folglich ist die Aussage falsch. Wenn wir das Chaos betrachten, einmal Summe des Chaos der reinen Komponenten, einmal Chaos der Mischung, dann müssen wir sagen, die Entropie nimmt auf jeden Fall zu. Es gibt immer eine positive Mischungsentropie und das heißt, wir müssen hier richtig ankreuzen. Die freie Enthalpie ist ein Maß für die Instabilität. Wir können die Instabilität aus Enthalpie und Entropie berechnen. Wenn H 0 ist, wenn Delta H 0 ist, wenn Delta S positiv ist, dann ist Delta G auf jeden Fall negativ. Wir können uns auch so vorstellen, dass die Instabilität von den getrennten Komponenten größer ist als die Instabilität der homogenen Mischung. Folglich müssen wir sagen, Delta G-Mischung ist kleiner 0. Die Aussage ist falsch.